Janis Salvidieris, dann Georg Oehlschlägel, gefolgt von Bulent Hausmann. Bulent Hausmann, wenn du mich hörst, bitte nochmal an die Base kommen und die Verzichtserklärung unterschreiben, sonst kannst du nicht starten. Ich verzichte auf mein ganzes Bankkonto und gebe es den Moderatoren. Genau. So, jetzt den 360. Pack es an, schön. Oh, jetzt erstmal Drop Knee. Drop Knee hier. Schöner Style von der Tina. Ja, oder? Ja, für uns Männer war natürlich die Richtung jetzt gut. Also, Mädels, also bei den Pro Girls, eine, die nackt gefahren ist, ganz kurz mal. Halbnackt. Ja, du weißt schon, was ich meine. Oben ohne zählt er fast als nackt. Da gab's ein Nippelgate. Ne? Also, wenn die NSA da die Finger drauf gehabt hätte, das wäre erstmal zeitverzögert rausgeschnitten worden. Ne? Bei den brüden Amis, aber bei uns bei Chill and Ride, powered by Nissan, da sind wir auch ein bisschen freizügiger, wenn die Sonne scheint. Da geht's auch mal oben ohne. Was ich jetzt natürlich auch erwähnen muss, gestern Nacht habe ich super gut genächtigt, genauso wie die Fahrer in zwei verschiedenen Hotels. Im Landgasthof Blume, da lässt sich's gut schlafen. Genauso wie im Waldhorn. Alle waren sehr zufrieden, hatten eine ruhige Nacht, um Power zu tanken für heute Abend. An Bord der wunderschönen Mastercraft X46 hier vom Stefan und der Claudia. Und Claudia ist schon unterwegs zu ihrem Surf. Ja, und ich muss sagen, wenn ich jetzt so raus auf die Boote schaue, also die Bias Wake Surf Board-Dichte ist ja extrem hoch dieses Jahr. Viele von den Ladies und auch von den Wakesurf-Men sind unterwegs auf Bias Wakesurf-Boards. Muss ich mal nebenher erwähnen, wie gesagt, mein Späßel Reto designt und shaped diese Bretter. Das sind Bretter hier hinten am Boot. Und dann kommen auch schon die Wakesurf-Men, da muss ich auch der Harry umziehen. Oh, sieht man ganz schön. Versucht hier fast schon den Floater, also wirklich auf der Welle zu reiten. Jetzt geht sie ganz, ganz tief. Grab das Board mit der vorderen Hand, das ist Mute. Ne, Method Grab war das hier. Oh, schöner Ollie. Ja, die Judges beobachten natürlich das ganze Geschehen. Und da muss ich sagen, Hut ab, wie gesagt, wo der Claudia und der Blitz und Stefan, die haben den weiten Weg aus Magdeburg. Ne? Hör mal, aus Magdeburg, das ist wirklich quer durch ganz Deutschland. Hier Boot angehängt an die Zugmaschine und hier runter an den Rhein gefahren. Also eigentlich sollten wir mal so einen kleinen Preis vergeben für die weiteste Anreise, ne? Oh ja, das wäre mal. Aber da ist Lettland schon auch gut dabei, oder? Wir haben natürlich am Sonntag die Wakeboard Pros hier und das wird eine Competition beim Chill and Ride. Das sage ich euch, ein riesen Spektakel. Wir hatten auch schon Australier da, Neuseeländer, Amerikaner. So, und jetzt schauen wir mal, ob der 360 nochmal gehen kann. Wirf die Hantel weg. Wird gerade reingezogen, Welle ist aufgebaut und jetzt wird sie nochmal den Versuch starten innerhalb ihrer 2 Minuten. Und, oh, bleibt hängen beim 180 für uns, damit sie den 360 direkt in your face ins Publikum machen kann. Ja, da wird gewartet und dann geht's auch wieder los. Das Zugboot fängt gleich an zu ziehen. Jawohl, und jetzt geht's los, liebes Publikum. Schauen wir mal, ob sie den 360er, den 360, noch hinstellen kann. Das ist wohl der letzte Versuch, die 2 Minuten Ablauf. Die 2 Minuten sind wohl gleich abgelaufen. Und jetzt konzentriert sie sich nochmal, muss erstmal die Welle aufbauen lassen, wirft jetzt die Hantel weg. Kann man schön sehen hier. Und jetzt muss sie Anlauf nehmen, um dann den 360 durchzurotieren, aber auch jetzt wieder Probleme. Ja, und liebe Leute, wir brauchen natürlich für unseren ankommenden Chatty Marshall, der auf dem Jetski, der auch schon zum Ende der Tage hat, brauchen wir dieses Jahr noch einen guten Namen. Wir hatten schon verschiedenste Namen, wie zum Beispiel Dirty Sanchez. Und wenn ihr gute Ideen habt, einfach mal zum Moderator vorkommen und verschiedenste Namensvorschläge werden entgegengenommen. Santino Giovannini, bist du da auf der Malibu? Santino Giovannini, gib uns mal ein Zeichen. Leute, wir müssen jetzt loslegen. Ja, danke Santino. Du hast hier leichte Probleme.
So, wir sehen hier Santino von oben, der ist auch ein Skimstyle-Board unterwegs. Oh, der Skimstyler, der Feind der Surfstyler. 360! Riesen Applaus für Santino! Bam. Ohne Handel, ohne Führung. Einfach nur aus der Kraft der Welle hier raus. Als kann ich schon der Olli letztlich kicken, die 720! Ah, aber ganz knappe Nummer hier. Die 7 habe ich hier auch so noch nicht gesehen. So, und jetzt Santino ist ganz vorne dabei. Der startet natürlich mega stark mit einem, ja, wie soll ich sagen, Backside 720, also Backside, also in die Rückrichtung 720 Grad Rotation. Jetzt müssen wir mal durchziehen. 360 Grad der eine volle. Und 720 sind natürlich mal 2. Weiter. Und das ist wirklich meine Premiere. So ein Wakesurfboot habe ich schon lange nicht mehr gesehen, schrägstrich noch nie. Kurz, ist es überhaupt Wettkampfteilnehmer? Oder ist es gerade durch Zufall geschehen, dass der irgendwie durchs Bild fährt und da kommt jemand und jemand packt dann die Pille an und fährt sie einfach? Also man sieht im Moment nichts, weil das Boot so groß ist. Wow. Schaut euch mal diese In-Your-Face-Welle an. Oh, der war der Transfer. Ja, der Transfer hier links nach rechts, rechts nach links. Was ist denn mit dir? Wow, da kommen jetzt natürlich Wellen hoch hier den Rhein. Wow, da ist ein Body. Hat er den Fuß geswitcht? Hat er gemacht, oder? Oh, und ein Bauch. Wow. Ja, und immer mehr Leute finden sich ein beim Chill and Ride 2014, 10-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Freue mich riesig auf dieses Wochenende. Wir sind ja gerade nur in der Aufwärmphase. So, Harry, und dann schauen wir mal, was die nächsten Tricks sein werden. Der Georg hat jetzt einen Layout, der ist liegend gestartet und jetzt steht er in der Welle. Auch das wieder geht gut, Punkte bis ein Run. Heute auch noch nicht gesehen, praktisch ein Laydown und dann einen Take-Off gezeigt sozusagen. Leute, Robert Wienaukis und 10. Philipp Hofer from Austria. Please get ready, ihr seid jetzt dann gleich dran. Aber jetzt erstmal, der Italiener, Francesco Holl hat die Probleme, fällt rückwärts rein. Trotzdem, riesen Applaus für den Windsurfer! Patton in die Grab. Also der war schon fast von der Kategorie In Your Face, kommt jetzt Goofy. Und Switch Frontside 180. Also er ist Regular-Fahrer. Kommt jetzt hier richtig drauf, gedonnert mit der fetten Backroll. Riesen Applaus für die Backroll. Schade Marmelade. Stürzt mehr, nur fürs Format. Also, liebes Publikum, wenn er jetzt stürzt, dann war's das. Also, Oliver, gib Gas. Schau, dass du die Backroll jetzt noch hinstellst. Okay, und da geht's auch schon los. Power wird aus dem Wasser gezogen. Ja, der Oliver, sehr stylisch unterwegs. Hat vorbildlich einen Helm auf, siehst du, Harry? Das ist gut so. Sehr gut. Oh, schau mal, schöner Take-Rap. Schau mal an, da grabt er wunderschön. Das wollen die Judges sehen. Sauber ausgeführte Tricks. Jetzt kommt der Toeside. Erster Toeside-Trick des Runs. Oh, ich glaube, er versucht da die Scarecrow. Trotzdem riesen Applaus für Oliver. Regular mit einer fetten Backroll. Kommt jetzt Toeside. Man sagt ja schließlich, there is no side like Toeside. Oh, Toeside und Heidi. Jetzt machen wir einen riesen Applaus für den Mann. Yeah, von Lettland! Hat er hier Regular, also seine natürliche Frühposition. Yeah, Tantrum! Also Rückwärtsseite, kommt hier sehr, sehr gut raus. Jetzt Topside-Cut. Adis on the way! Schau mal, der Scarecrow! Und das sind die! Perfekt gestartet! Huja! Jetzt nochmal Heelside. Frontside 360!
schon das Level hier wesentlich höher noch. Beim vierten Starter jetzt. Tantrum! Oh! Und da hat es aber gewickelt, Himmel hilft. Aber richtig. Im Fachjargon sagt man dazu, hat eine dicke Watschen bekommen. Fürs Publikum. Ja, nein, es kommt erstmal der Rayleigh. Jawohl, also, den muss man auch erstmal schaffen. Wenn man Rayleigh einschlägt, das weiß jeder Wakeboarder, dann ist man ungefähr tot. Boah, jetzt ein wunderschöner Tantrum für die Judges. Also, unweigerlich. Gefällt ihm auch vielleicht, ja. Er fährt hier wieder regular drauf zu. Schau mal an, dicker Tailgrab. Nochmal einen Riesenapplaus für Zinger. Vom Toeside. Also hat anscheinend Probleme mit dem Toeside-Fahren, weil er fährt immer die Welle Heelside an. Das entgeht natürlich den Judges auch. Backroll. Also ganz, ganz schön rausgezimmert. Jetzt kommt der Toeside. Auf die Welle. Yeah, das greift er, da grabt er den Scarecrow. Hier massiv. Statt jetzt progressiver Cut. Fetter Tantrum. Also der lässt sich. Aber Alex, der behält den Kühlkopf. Kommt hier hard inside edge. Oh, startet hier straight mit einer huge back roll. Kommt jetzt Toeside. Ah, hat hier leider seinen zweiten Bail. Kleiner Applaus für Alex. Zweiter Bail, leider schon etwas früh im zweiten Lauf. Ja, ist natürlich ärgerlich, der Toeside-Fight wäre schon eine schöne Nummer gewesen und damit wäre er definitiv weit vorne dabei gewesen. Der durch die Bojen gefahren, kommt jetzt hier Side-Edge. Macht hier einen Rocket-Wake-to-Wake. Rocket genau dann gesprungen, wenn die Nose über dem Kopf ist. Macht jetzt einen Toeside hin. Hätte noch gut in den Schilder. Noch am Rücken gesprungen. Hier ist der erste. Oh, mit der Back hier. Kommt jetzt Toeside. Oh, Toeside Roll to the River. Oh, da passt. Ja, und der Ben. Ben geht gleich an mit dem Spring 16. Nicht ganz die optimale Höhe, aber schön gelandet trotzdem. Boah, Toeside 5 und kriegt hier eine Batschen von unterm Stern. Dane hier. Adam Roger. Ja, und da findet natürlich auch beim Ben wieder die Panda-Action statt. Hier ganz gechillt den Oberkörper raushängen lassen und unten strampelt was gegen, wie man so eine Competition zu fahren hat. Der Alibi. Ben, go for it! Ein paar Hasler. Auch noch ein paar Publikumsbanger raus. Kommt hier, die Zeit, technisch du blind. Oh. Gefällt mir sehr gut, der Junge. Hat einen ganz lässigen Style und vor allem landet alles gut. Es sind zwar vielleicht nicht die allerhöchsten Tricks. Aber in den Regular 360 switcht es wieder um, kommt Goofy. Also das gefällt mir sehr gut. Boah, Goofy, Birdie, Bird. Also man sieht schon, warum er österreichischer Meister ist. Ich bin auch ein Scarecrow, also ich bin jetzt fast sicher, als Goofy-Fahrer. Kommt hier noch mit einem Toeside 540 Off-Axis. Das ist der erste, der das auch schön schauen kann. Und noch ein Toeside 180. Alright, Backroll, Nose Grab hat er gerade und jetzt hier mit dem Grip Light war das fast schon. Also der Junge gefällt mir am allerbesten. Boah, Kelly GB, der erste heute. Das ist eine Backroll mit einer 360-Drehung. Haben wir jetzt noch den ersten, der einen Grip hat. Das bedeutet ein Invert mit einer 360-Drehung. Hier ist eben der KGB, einer ist. Das ist einer der
der Trick, die wir bei den Amateuren so gar nicht so sehen, bei den Pro-Männern am Sonntag natürlich den ein oder anderen. Aber trotzdem, der Mope an sich ist immer ein schwieriger Trick, auch bei den Pro-Männern. Also selbst die stürzen da mal. Kann passieren. Ja, aber was noch passieren kann, dass ich euch jetzt schon weitergebe, wer vom Heat der Amateure Main, vom Heat 1 nämlich sich weiter qualifiziert hat für die Finals. Und ich habe hier die Top 2 Reiter im Heat Nummer 1 und qualifiziert für das Finale und die Möglichkeit zum Einzug morgen dabei zu sein, am Sonntag bei den Pro Main für einmal Philipp Hofer und Robert Wienowski. Das sind die beiden Top-Leute aus Heat Nummer 1. Ihr schöpft noch nicht Feierabend machen heute, ihr fahrt heute Abend noch ein Superfinal und den Einzug bei Sony. Unser österreichischer Meister mit seinem letzten Trick kommt hier noch mit einem Swing-Personen an Bord richtig. Auch im Schnitt mit 70, 80 Kilogramm. Und dann ist auch ja, mal ganz gut aufgestellter V8 mit 4 oder 5 Liter Hubraum schnell an seine Grenzen gestoßen, wenn da 2 Tonnen Zusatzballast am Start sind. Und jetzt kommt schon das ein oder andere Tröpfchen zusammen. Und bei der Wave kommt es immer auf die Standfestigkeit an. So wie oft im Leben. Und ja, da war die Wave einfach nicht hart genug. Gar nichts passiert. Dann hat sich gedacht, gut, dann hilft man den letzten Trinker mal auf. Dann hat er noch einen Contact Run, den er jetzt gerade fährt. Oh, dann probiert er den schwer schön. Vorzeit angefahren, das heißt mit der Zehnkante. Und Dominik Lindemann sind dann später noch im Stadion ganz zum Ende mit Stand Nummer 12 wird sich Adam Liegen aus Irland noch die Ehre geben. Also da können wir hinten raus noch ganz passive Tricks erwarten. Also, was ist da vorne los? Ja, gedruckt und inhaliert hat keine Ahnung. Das ist auch nur eine Verwundung meinerseits. Ich will den ja nichts andichten, aber... Ja, und der Blick schweift über die Base, wie gesagt. Es sieht gut aus hier. Und die Jungs vom Auge aus Bild am Sessanstand sind hier am Start. Wie gesagt, die Losboot steht auch schon. Wir müssen nichts Geringeres tun, als einfach das kleine Kärtchen mit der Adresse ausfüllen. Ja. Ja, weiß auch nicht. Also schöner Wave-Rider. Keine Ahnung, was er gerade gemacht hat. Dann hat er noch Probleme, aber jetzt geht's los. On the way. Ja, schöne Backroll. Also, kann schon mal den ersten Trick richtig gut zimmern. Hier, Heat Nummer 3, der Holländer. Oh, oh, oh. Chip, chip, chip. Das ist das Motto seines. Also, die ordentliche Tricks gewonnen. Kommt jetzt hier mit dem Zahn rum und verliert die Hand. Schade Schokolade. Ja, die Rocker Line ist schon ganz bekannt hier beim Chill and Ride seit heute. Jetzt hat er aber die Rocker Line verhupt entfernt. Hubles. Chup, chup, chup. So, jetzt hat hier leider den Sturz bei dem Tantrum versucht. Aber das kann ja auch werden. Alles kein Problem, das Boot ist wieder in Fahrt, die Welle ist aufgebaut. Ja, da wartet er wieder ganz gemütlich, genau. Und erst jetzt zieht er raus für seine letzten 2-3 Tricks. Oh. Massiver Better Rayleigh. Und jetzt nochmal ein Hearside-Trick. Fährt nochmal raus. So, was ballert er noch raus jetzt? Yeah! Kommt hier auf Axis, fliegt mit einem Pfeil, hat sogar, glaube ich. Aber die Hand nicht verloren, das ja. War's. Das tut weh. Oh, das ist nur was für Männer. So, also für mich, wie gesagt, gerade Nico Juric in ganz. Okay.
Backside 180, da startet sie gleich mal rein, damit sie regular auf die Welle kommt. Also, Switch Frontside 180 Mute, also ich schätze mal, es ist Goofy-Fahrerin. Startet das Switch in ihren Run. So sieht's aus. Jawohl, Tantrum Goofy, also sie ist definitiv Goofy-Fahrerin. Kommt jetzt hier Topside auf die Welle. Yeah, schöner Scarecrow, liebes Publikum! Applaus für Mac Barker! Come on, lady! Pop, pop, 360, wake to wake. Just aber love her style. Nice. Wow, Topside back roll. Oh, hat hier ein bisschen überrotiert, also definitiv zu hoch unterwegs. Ganz lasher eigentlich gesprungen, einhändig, ne? Eine Hand an der Hand. Sorry, wenn ich das richtig lese. 21 Jahre jung. Mm, im besten Alter sozusagen, Sandro? Definitiv. Ja, ich denke, Megan wird im Rückrun, also im zweiten Run, auf jeden Fall die Toastside Backroll stehen. She's inside the boys. Okay, now she starts with a Toastside cut. Oh, nice Scarecrow. Aber ganz flott. Switch Scarecrow. Switch 540. 540. Toastside. Woohoo. Normaler Toastside 5. Kommt jetzt hier mit einer Backroll. Normaler Toastside 5 und eine Backroll. Ein riesen Applaus. Für Mac Barker. Jo. So, Sabrina, go for it! Harry, was zeigt sie uns da, ne? Toeside, wake to wake. Erstmal solide. Heelside, frontside one mit Tail Grab. Ja, ein bisschen scary die Bedingungen, aber es ist okay. Und noch einmal frontside one. Kommt hier Switch, also mit Back-to-Back-Kombination. Jetzt nochmal regular auf die Welle. Oh, zeigt hier, mit der vorderen Hand greift sie unten, also Mute Grab, also eine andere Grab-Variation. Vorhin war es Indie. Toeside Front Roll! Jetzt Toeside! Yeah, schöner Toeside Wake Wake. Oh, kommt sie ins Straube? Liebes Publikum, und da seht ihr die Tücken des Toeside Jumps. Ich werde nachher nochmal den Unterschied zwischen Toeside und Heelside erklären. Aber so wie gesagt, Toeside ist manchmal relativ schwierig. Da kann Tobias damit euch ein Lied von singen. Er hat nämlich Schwierigkeiten, Toeside Wake to Wake zu spielen. Manche feiern ja, manche kommen am Donnerstag hier an und feiern einfach durch. Ja, bis zwei Wochen später. Ja gut, auch das, dieser Sektor wird bedient. Viele sind eigentlich wirklich nur zum Chillen hier, wie gesagt, sagen, okay, ich mache mir hier eine Woche Urlaub. Genießt die Zeit, hängt ein bisschen ab am Rhein. Manche sind natürlich auch da, um bei der Competition oder bei den Wettkämpfen dabei zu sein und mitzufahren. Aber das obliegt natürlich jedem selber. Auf jeden Fall ist die Chill-Frequenz extrem hoch heute. Wie gesagt, die Sonne lässt sich auch hier und da wieder mal blicken und dann wird da draußen schon mal blank gezogen. Ne? Also nicht ganz blank, aber sehen wir dann schon wieder die freien Oberkörper. Das ist gut so. So. Und was auch gut so ist, nämlich die nächste Starterin. Und da freue ich mich, Sandro, das ist nämlich keine geringere, die letzte Starterin im Heat Nummer 2. Und jetzt wird es nochmal richtig groß, nämlich das ist die Sean Hurst. Ja, Sean hat gestern schon Sean gezeigt, wo der Hammer hängt. Kommt jetzt hier mit einem fetten Tantrum. Liebes Publikum, wenn sie jetzt gleich hier vorbeigefahren kommt, dann cheeren wir sie so an. Ja, schöner Scarecrow und jetzt machen wir einen riesen Lärm für Sean! Yeah! Nice! Wollt ihr hier noch grappen? Kommt jetzt Toeside. Off Axis! 5, 40! Und dann nochmal ein schöner Indie Grab. Ach ja, das war doch schön anzuschauen, Sandro. Wirklich lecker Run von der Sean. Und
Lecker, lecker. Ich habe ja gestern schon ein bisschen philosophiert, so irgendwie, dass die Boardshorts wieder kürzer werden. Es gab ja mal so eine Zeit, da konnte die Boardshort ja nicht lange genug sein. Da war die übers Knie bis zur Wade. Aus der Zeit komme ich. Ja. Und natürlich mächtig breit. Nichtsdestotrotz, hier muss ich sagen, mit die Short-Wahnsinn finde ich es gut, dass die Boardshorts auch wieder kürzer werden. Ich habe auch was Lustiges gesehen am Wasserschiff bei uns. Da war so eine Französin und die hat eine eigene Firma aufgemacht und die haben jetzt solche Röcke. Also solche Wake-Röcke. Neo-Röcke? Ich weiß auch nicht, das sind mit so Rüschen teilweise. Das schaut echt hart sexy aus. Mit Rüschen? Ja. Und am besten noch eine Goldkante, wie die Autogardine. Nee, es hat echt cool ausgesehen. So, aber jetzt kommt Sean. Und Sean macht schonungslose harte Tricks. Oh, schöner Stalefish. Nice. Kommt ins Toeside. Yeah! Toeside back row to revert! Nice! Yeah, I like her style. Pretty massive, pretty clean. Coming up with a heelside frontside 360. Yeah! Versuchen Sie hier, steht aber leider. Die ganze Bandbreite mit und ihr seht jetzt schon hinten auf der Plattform. Schlupft er förmlich auf oder in seinen Airchair. Und nach der Airchair-Show oder Skyski-Show, wie es auch hier im Jargon genannt wird, ist dann das Finale der Frauen. So, er sitzt jetzt auf der Plattform und hat wie so ein kleines, so einen kleinen gepolsterten Sitz. Alles extremster Leichtbau und macht sich mit einem Klettband eigentlich, schnallt er sich diesen Skyski oder diesen Airchair um die Beine, weil irgendwo musst du ja eine Verbindung haben zu deinem Sportgerät und ihr werdet gleich sehen, so hoch wie Heinrich springt. Der muss das Ding irgendwie festschnallen, weil das geht in Höhen, das geht schon Richtung Sauerstoffmaske ohne Ende. Und wie gesagt, ein Airchair ist ein Wassersportgerät mit einer gewissen Unterkonstruktion. Also man hat ein metallisches Unterschiff, das dann ab einer gewissen Geschwindigkeit diesem Airchair, diesem Skyski Auftrieb verleiht. Und es sieht dann aus, als würde Heinrich förmlich über dem Wasser schweben. So, und dann ist er schon aus dem Wasser und es sieht irgendwie freaky aus, aber ihr seht diese Konstruktion, dieses Wuhu, da konnte man schön dieses auftriebsverleihende Unterschiff, konnte man sehen am Airchair. Und das Ding ist scharf wie ein Samurai-Schwert. Da wenn ein Aal langkommt, der wird direkt filetiert. So, Pro Girls Final, Heat Number 2. Into the Finals, Sean Hurst und Caro Chipsaw. Hatte ich mir ja schon fast gedacht hier, so wie die zwei abgegangen sind. So, und da springt er ab und macht schon eine massive Roll hier. Auch er nutzt die Wake praktisch für den Absprung. Natürlich muss das und dann macht er aber auch off the Wake massive Flips hier, der Heinrich. Und ihr seht schon, das ist natürlich auch wieder ganz, ganz defensiv zu steuern. Und da geht er hart raus hier und vorne, oh Gott, der Backflip mit Grab. Und noch eine Roll. Die Back Roll. Wake to Wake. Also Wahnsinn. Gibt Maß auf die Wake und dann kommt draußen im Surface ein Grab 360 Roll. Yeah! Ja, Applaus für den Heinrich hier. Wahnsinnstricks! Die Maya geht hier schon auf den Kurs.
aber das Bootchen noch finden, solange nutze ich natürlich die Zeit ein bisschen nochmal Merci zu sagen, unter anderem an Relentless Energy Drink. Auf zum vierten Mal dabei mit ihren frischen, spritzigen, energiegeladenen Drinks hier als Hauptsponsor und dann natürlich Merci an Mastercraft Boots Germany, ganz klar. Der Andi Mohl, auch schon 5 Jahre hier im Sponsoring-Training. Ich danke dir, Andi. Und deswegen geht es los mit dem Run, Regular Cup, auf die Welle, pam, pam, Tantrum. Versteht ihr? So müsst ihr abgehen jetzt gleich. Joe Soy, auf die Welle. Sehr schön. Oh, Scarecrow, Publiko! Jawohl! Wupp, wupp. Danke. Oh, jetzt wachen sie auf. Das finde ich gut. Nochmal, regular. Yeah. Ja, schön. Geh Backrolls hier. Maja Kuczynska. Und jetzt nochmal Toastside. Toastside Bird Goal. Und jetzt steht sie. Perfekt gestanden hier beim Chill-and-Ride, powered by Nissan. Und jetzt kommen wir auch schon rein hier in den Wertungsbereich. Judges, Augen auf. Und dann geht's los. Hier, regular. Fetter Tantrum, diesmal Grab ziehen. Das ist ein Update zum vorherigen Run. Jetzt nochmal Toeside, vielleicht macht ihr auch gegrabbt. Toeside Backroll vom anderen Stern hoch. Also auf 3 Stockwerken Höhe. Yeah, schöner hier. Eigentlich smooth in der Welt schon. Für die Orgelschallung von der Super Aeronautik, das ist das Flugband-Boot. Ja gut, also man sieht auch hier schon wieder, hier wird taktiert bei den Mädels. Circa 50 Meter weiter ist sie reingefallen. Und dann war sie unter der Wasseroberfläche ganz viel am Strampeln, dass sie weit hinterkommt. Na ja, komm, man muss es sich auch treiben lassen. Ja, da muss man sich auch mal treiben lassen. Richtig, Ari. So, und jetzt, das Boot nimmt Fahrt auf. Also die Judges, das sehen die gar nicht so gern, würde ich gerade hier vorne. Das war ein bisschen grenzwertig. Aber ist sie jetzt noch im Wertungsbereich? Ja. Der ist noch drin. Rum Cola Wasser poppen. Oh, Kapitän! Ist nur Wasser. Ist nur Wasser. Trocknet wieder. Wir sind ja auch bei den Wassersport-Events natürlich. Ja, alle wasserfest. Ich würde, glaube ich, so lachen, wenn sie mich treffen würden. Kannst du die Mütze nochmal schauen? Der war zu weit, definitiv. Das Ding wird auf den Krebsstand einschlägt. Dann ist Polen offen. Übrigens, der Krebsstand, Leute, ich muss es nochmal erwähnen. Geht, lasst es euch nicht entgehen. Geht zu dem Krebsstand, der ist nachher leer, ich sag's euch. Kauft euch Kinderschokolade. Also hier, Scarecrow, das ist natürlich ein schöner Start. Kommt jetzt die Regular Hillside. Backroll, sehr, sehr nice. Vom anderen Stern gut ausgeführt. Jetzt nochmal Toeside. Toeside Frontside 549. Das ist jetzt bitter. Wir hatten aber, das muss man dazu sagen, in jedem der Runs bei den Mädels einen Bail drin. So, das ist spannend. Ich freue mich schon wahnsinnig. Einmal bin ich gefahren vor 2-3 Jahren. Ich glaube mit euch sogar. Kann es sein? Nein, mit dir. Du bist ja jedes Jahr da mit deinem ganz kurz technische Daten. Was schluckt denn dieses Boot so? Ungefähr Literzahl. 250 Liter in der Stunde. Das ist meine sinnvolle Verwendung für Sprit. Sprit gegen Spaß, würde ich sagen. Ich meine, Sandro, Spaß kostet, ne? Das war schon immer so. Also das ist jetzt der Hammer. Ihr werdet sehen, wie es meine Banken gleich aufblasen wird. Aber ist ja alles bestimmt. Ab geht's! Thank you.
Ja, der Sandro hat sein Schaumgummi in den Übersteckern. Die Nummer 31! Das Publikum, Augen nach links, hier seid. Rayleigh, mächtiger Anfang! Da startet er die Pro-Man gleich mal mit einem fetten Rayleigh. Yeah, schöne Toeside Front Roll. Jetzt muss ich auch meine Augen schärfen, das wird jetzt richtig schwierig bei den Bros. Yeah, Front Flip, aber ein Riesenapplaus für Robert! Danke, liebes Publikum. Österreich auch, der Wahnsinn ist. Ja, Philipp on the way, on course, es geht los. Yeah, fetter Front Flip. Kombiniert mit dem schönen Grab, jetzt kommt der Switch. Heelside, Frontside 360, auch hier garniert mit einem kleinen Grab. Jetzt wieder Regular, Heelside, also ein Trickfeuerwerk bei ihm. Yeah, Backside, Shifty Pull. Jetzt kommt er wieder Switch, also andersrum. Heelside, Frontside 540, kann das Ding landen? Perfektissimo. Da gehen noch zwei. Ja, Regular, Frontside 540. Perspektive springt der Rider fast in den Mikrodor rein. Oh. Der Rider slidet an der Bar oben von dem Heli. Oh, grab die Bar. Am Landegestell. Grab die Bar. Schon weiter. Hier, auf der Welle, hier side. Ja, da kommt er mit dem schönen 911. Aber was ist denn jetzt passiert? Okay, und schon wieder ein Loch im Wasser. Da ärgert er sich jetzt über das Loch im Wasser. Loch Flickflecken bitte. DLRG, Loch im Wasser. Wenn seine Frau Lindenbaum heißt, dann heißt sie mit Doppelnamen Tannenbaum. Schöner gleich. Jetzt Toeside. Wahnsinn. Ein Tootsie Roll. Yeah, da kommt er mit Heelside Frontside 360 Stayfish Grab. Also, der will es wissen. Mr. Tan. Wow! Toeside Backroll Nuclear Grab. Und der Nuclear ist ein Wahnsinns Grab. Meines Erachtens der stylische Trick bisher. Boah, da kommt er, ich hab's nicht gesehen, Benny. Mit Indie Grab. Beziehungsweise, ja, war Indie. Jetzt nach Frontflip, Tail. Er sagt, die Geschwindigkeit muss ein bisschen runter. Gibt da nochmal Anweisungen an den Bootfahrer. Toeside, Frontside 540. Garniert mit dem Schild. Passt auf den Punkt, 540. Und jetzt nochmal hier Side. Kommt hier mit Tan to Blind. Too Blind, genau. Yeah. Und nochmal einer. Komm, da hat er noch Platz. Geht doch. Push it, baby. Oh, nice Scarecrow mit einem Nuke. Da war ein Nuke dabei. Ja, das genügt ihm. Nee, was ist Nuke? Ben, hörst du mich? Also schöne Grüße vom Adamo. Wenn ihr nochmal so quälst, dann gibt ihr die Sicherung für die Hebebühne nie mehr raus. Hey Ben, du musst jetzt runterspringen, Conchitas Chetzi. Schöne Arschbombe. Ja, einfach runterspringen mit Kamera und hochhalten die Kamera dann. Ja, geht schon. Jetzt laufen sie gerade rein. Eigentlich kann David, genau, er macht sich schon auf den Rückweg und kommt jetzt dann. Schau mal, wie das ausschaut. Iron Man, hier da schon. Hier schon schwebt. Ja, ja, eigentlich macht sich schon warm. Ist schon in der Warmlaufphase. Allein schon freaky, das anzuschauen. So, die Master
gerade abgewendet. Jetzt sind sie eigentlich da, die Roller. Bis David auf der Strecke ist, sollte es sich beruhigt haben. Aber wie gesagt, es interessiert den David auch nicht. Weil der David einfach genau weiß, wie man das macht. Ach so. So, David. Okay, erhebt die Hand. Erhebt die Hand. Er fordert hier den Rerun. Alles klar, passt. Ist okay. Ist kein Problem. No problem. Ich bin in Deutschland, die sowas hergibt. Also. Aber jetzt, David O'Keefe, aufgepasst, Leute. So schnell kann ich gar nicht reden, wie der Tricks machen kann. Ja, okay, das war gelogen. Jetzt kommt der Goofy. Boah, startet hier mal ganz, ganz stark los. Frontside Mode. Front Mode, genau. Also hier. Wow, schau mal, wie er da rankommt. Der Tootsie Roll, also Front of Tootsie Roll Combination jetzt Frontside. Mit dem Throw Mobius. Ja, yeah, David O'Queen! Sehr, sehr harter Fahrer, schau mal. Wow, nice. Half Cap Roll mit Indie Grab. Und jetzt kommt der Goofy. Rally Backflip Rally! Was ist denn mit dir? Hey, schau dir mal den ausgekocht. Das gibt's doch nicht, oder? Mach da noch mal Bad Wing Blind. Bad Wing Blind, ich dachte eigentlich schon durch. Toeside off axis 720. Also, Toeside, Frontside off axis. Jetzt kommt der Regular. Ballert hier mit dem massiven Frontside 360. Yeah! Jetzt Goofy. Frontflip, Tailgrab. Also, ihr seht schon. Egal, bei dem Rex Ding, scheißegal. Schöner Scarecrow, das Ganze garniert mit einer Nose. Ja, der war so, der war durchgebogen. Ja, Wahnsinn. Tweak. Backside 540, Heelside Backside 5. Was ist denn mit dir? Sag mal, O'Queen. Schöner Switch, Frontside 180, Poke in die. Also, das Lauf Nummer 2, was war das? Toeside, Frontside of Axis 720. 360 hinterher gedonnert mit einem mega fetten Plus. Frontflip Tail. Ach, dann nochmal Scarecrow Nose, Backside 5 und dann nochmal hier Hürden und Trick. Also wirklich Wahnsinn. So, Harry, dein Spezialgebiet, der Heinrich. Kann ich das machen? Kostpause? Harry? Alles klar. Ja, Heinrich, der ist da. Schau mal an, Iron Man auf dem Wasser. Und guck mal, da erhebt er sich. Der Oberwahnsinn, der Typ. Schau mal, wie filigran er das, dieses Sportgerät nutzen kann. Ja, unterwegs auf seinem Flyboard. Und das geht natürlich nur in einem perfekten Zusammenspiel mit seiner Partnerin, der Silke. Sie steuert eigentlich Seitendruck auf dem Jetski. Der Feuerwehrschlauch ist mit der Düse des Jetskis verbunden und versorgt ihn so mit dem nötigen Druck. Und wie gesagt, das, ihr seht, er zittert unten an dem Board. Es ist wirklich ein Kraftakt, um dieses Brett zu beherrschen. Und sie sind ständig geklappt. Da geht's nach oben im Fahrstuhl! Schaut euch das an! Das ist der Wahnsinn! Ja, und da kann ich nur einfach so dahin schweben, Leute. Passt mal auf!
So, cool down, slow down. Und da kommt der Flipper hoch, da lauft er ab. Hoch kommt er wieder hoch. Wahnsinn, Wahnsinn. Liebe Leute, mal einen großen Applaus für den Heinrich hier. Unser Stuntman am Rheinland. Unglaubliche Show. Die Welle wäre schon fast awesome! Regular Rayleigh! Huge getrappelt! Ganz großer Traveler hier, jetzt kommt der Switch! Boah, Switch 180, und voll in den Jetski rein. Und ganz knappe Nummer. Sah man schon Schade, wieder beim Cutten in die Toastlight-Welle, da war es ein bisschen sketchig. Und da sieht man den gleich wieder aufzulesen, damit die Wake schnell steht und er bis zur Wertungsboje. Ja, ich hoffe mal, es geht um drei Stück. Zwei oder drei Stück geht auf jeden Fall. Ja, so. Klar, Pascal, alles cool, alles im grünen Bereich. Ja, Pascal, jetzt gibt der Gas hier. Auf geht's, Pascal, da geht was, da geht was. So, Welle ist aufgebaut, jetzt kommt er wieder rein. Ein Trick ist noch drin, oder zwei sogar. Yeah, hier Frontside 360. Komm, einer geht noch, das wird knapp. Und, ja, doch, der ist noch auf der Höhe. Frontside Wake-to-Wake-Jump. Bei mir geht gerade ab die Luzi. Also Qualifikation, Heat 2, Pascal Lippert, zweiter Fahrer. Jetzt geht's los, für dich. Hatte einen Sturz, also darf nicht mehr fallen. Wow, schöner Frontflip, Pascal. Jetzt kommt er nochmal Toastside. Yeah, schöner Toastside, Paxel von Hefty. Ja, war der Late eingedreht. Mega spät dreht er den noch ein. Ja, meine Fresse, hat der Eier in der Hose. Und jetzt zwei Tricks nochmal. Also Pascal wächst gerade definitiv voller über sich hinaus. Auf jedem Event sieht man es. Hier macht er nochmal eine 360-Grad-Rotation. Und jetzt Drohne fangen. Komm, Jan Merker, auf geht's. Ja, perfekt, perfekt. Noch ein bisschen tiefer. So, auch nach rechts, nämlich. Er ist wieder unterwegs hier. Eine Wahnsinns-Background. Sehr schön. Back to roll. Indy. Und jetzt nochmal mit einem 180-Glide. Also, Nico, go big or go home. Schau mal! Switch! Switch of Access 1200 Versuch! 28 Jahre jung, also schon ein erfahrener Fahrer. Und jetzt kommt er in den Wertungsbereich hinein. David Coates. Nein, er bricht ab, er will einen Rerun. So, Ladies and Gentlemen, David Coates, zweiter Versuch. Es geht weiter, der fährt sich jetzt wieder ein. Also es scheint jetzt ihm zu passen. Flacher kriegen wir den Rhein heute nicht mehr. Und jetzt schaut euch dieses Trickfeuerwerk an. Der Engländer, David Coates, on the way. Regular, er startet regular Hillside. Ja, yeah, schöner 180 Glide. Also ganz entspannt erstmal. Jetzt Goofy, also ich glaube, der war gerade Switch. Jawohl, Tantrum to Blood! Liebes Publikum, klatschen und ausrasten bitte! Dankeschön, super geil! Promo mit No Scrap. Also, der zieht jetzt alle Register. Backside 540, David Coates. Und Toastside! Junge, Junge! Also David Coates hat schon mal richtig losgelegt. Was? Ohne Sturz durchgekommen? Das gibt natürlich Sicherheit. Für den zweiten Mann, jetzt kann er noch eine Schippe drauflegen. Also auf jeden. Ja. David gegen David, ne? Kann man schon was sagen. So ist es. Red light, green light, 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 red light, green light
David Coates on fire, really on fire. Kommt der Dragoner. Also, wir haben wohl Switch dann. Switch Batwing. Oh, back to blind. Also mit Grab, das Ganze garniert mit dem wunderschönen Grab. David Goat, Regular! Boah, habt ihr gesehen, wie der unter dem Arsch umgreift? Also direkt unter dem Hintern. Ganz spezielle Hände, was? Ja, sehr eigener Style. Oh, da kommt er mit der Toeside Roll to Reaver, David Goat! Der letzte on top. Jawohl! Frontside 180, den wollte er, glaube ich, nicht. Und der ist raus aus dem Wertungsbereich. Der war nicht mehr drin, der Transform. Ja. David Coates, Riesenapplaus für die Open Man! So, liebes Publikum, Harry, was passiert jetzt? Ja, was passiert jetzt? Ich glaube, jetzt gibt es erstmal richtig Preise. So schaut's aus. Ne? Okay, sorry. Ja, wir machen ja die Show. Wo ist die Wechsel? Sag ich mal, Ruhe bewahren, Sicherheit ausstrahlen. Genießt die Zeit, genießt die Sonne, genießt das 10-jährige Jubiläum von Chill and Ride. Power, meine Sand. Leute, das ist eine Skyski-Show, ihr müsst applaudieren! Back to back sozusagen. Vor euren Augen, ein massiver Wahnsinn! Backflip mit Seatgrab. Seatgrab, ja? Seatgrab, tatsächlich. Ein Sitzgrabscher. Ja. Ja, der Heinrich, der kennt sich aus in Grabschen.